Willkommen hier zu einer neuen Folge. Freddy's Fernfahrerwoche. Ich habe hier eine Sonnenbrille an. Ich hatte am Wochenende eine kleine Auseinandersetzung mit einem Hater. Ja? Deswegen sieht jetzt mein Auge ungefähr so aus. Aber ihr wisst ja nicht, wie der andere aussieht. Nee, Spaß, ist viel harmloser. Ich habe mir einfach beim Kicken, Fußballspielen, hat mir jemand aus Versehen mit dem Ellbogen voll aufs Auge geschlagen. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ja, also vor allem sieht man halt echt dämlich aus. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ihr euch nicht wundert, warum ich da so eine Sonnenbrille anhabe jetzt die nächsten Tage. Werde ich jetzt so moderieren. Ist zwar nicht so höflich, aber ist mir egal. Weil ich will euch nicht mit meinem grün geschlagenen, blau-rot geschlagenen Auge belästigen. Genau, ich sollte eigentlich wieder in Tübingen laden, bei da hinten in diesem, wo es so eng ist, wo man auf diesem Plätzchen da rumdrehen muss. Aber das hat sich jetzt irgendwie geändert, weil ein Fahrer krank geworden ist. Und jetzt fahre ich nach Furtwangen. Also ich muss wieder absatteln, muss den guten Auflieger hier abstellen. Und kriege dann einen nach Furtwangen geladenen in Reutlingen. Die Kunde in Furtwangen kennt ihr auch, da war ich auch schon ein paar Mal. Das ist eigentlich ganz nett, da dauert nur immer ein bisschen länger. Diese Woche soll es brutal heiß werden, bis zu 40 Grad. Das ist natürlich klasse, wenn man im Glashaus wohnt, sozusagen. Gut, also diese Woche wahrscheinlich schön gekocht werden. Es ist schade, dass ich Blaufeld nicht fahre. Das ist eigentlich immer ganz nett da, die Tour, und die Leute sind halt voll cool bei dem Kunden da in der Innenstadt. In der Innenstadt, in der Stadt da drin. Ich habe jetzt gerade ich muss Mautgerät noch umstellen. Jetzt vor lauter Quatscherei fast vergessen. Gewicht. Über 18, Achszahl 5. Jetzt muss ich die Adresse eingeben. Der Dashcam-Schandpranger kam ja raus, jetzt letzte Woche. Und kam ja super an. Also ich hatte ja mit viel, viel schlimmeren Kommentaren gerechnet. Dass ich nicht so rumbrüllen soll und mich nicht so aufregen soll und so. Aber da war ja gar nichts. Also ich war echt erstaunt. Das bedeutet also, ich werde das auch wieder mal rausbringen, aber ich sammle nicht so viel Material. Also da kommt vielleicht dann einmal im Monat so eine Ding-Ding-Ding-Schande-Folge. Das hat ja auch den einen hat es gefallen, die anderen fanden es irgendwie doof. Ich finde es irgendwie ganz witzig. Außerdem kriegt ja die Schande-Glocke, kriegen ja nur die sich wirklich daneben benehmen. Die eine Schande verdient haben. Jetzt gleich in Furtwangen. Oh, ich glaube, diese Woche wird das alles ein bisschen kürzer. Mir geht es einfach gerade nicht so gut. Also nicht wegen meinem Auge, sondern ich habe schlecht geschlafen. Habe immer wieder schon wieder Nackenschmerzen, so komische. Naja, ist alles nicht so optimal im Moment. Mein Tag heute ist ein bisschen nahverkehrslastig. Ich stehe jetzt gerade in Trochtelfing. Ich habe jetzt nochmal umgesattelt mit einem Kollegen. Ihr wisst ja, in Trochtelfing. Lieber keine Finger als Trochtelfinger. Und jetzt warte ich mal auf Auftrag, wohin es jetzt geht. Hab noch keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin gerade echt ein bisschen down. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, aber heute hält sich der Inhalt wirklich in Grenzen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Moorhart. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwo noch parken kann, aber... Scheiße, ist schon alles voll hier. Das heißt, ich muss mir irgendwie was anderes überlegen. Da geht es jetzt ins Industriegebiet.
überlegen, ob ich da jetzt einfach mal rausfahre. Es macht keinen Sinn, noch weiter zu fahren, weil in die Richtung da hoch, da kommt erst recht nichts mehr. Keine Parkplätze und nichts. So, da, na, okay. Da könnte man sich einstellen. Oder was ich natürlich machen könnte, gut, da ist halt landwirtschaftlicher Verkehr frei, aber dass ich mich praktisch da rückwärts einfach in den Weg reinstellen. Das mache ich, oder? Bevor ich jetzt noch da runterfahre. Das ist nur die Überlegung, ob ich mich einfach ganz weit hier rechts bis nach da vorne reinstelle. Dann stehe ich nämlich nicht mal in dem Landwirtschaftsfreiweg. Komm, das machen wir so. Ist doch gut, würde ich sagen. Sag mal, ich kann hier nicht mal mehr mein Kontrollgerät bedienen. Ende Land, Deutschland. Jetzt machen wir hier noch schön die Kühlung an. Mit der normalen Klimaanlage. Ja. Damit es hier schön kalt wird, und dann mache ich die Standklimaanlage an. Ah, ich lasse die Brille mal auf. Ich will euch ja nicht mit meinem Auge belästigen hier. Jetzt könnt ihr euch jetzt zeigen. Oh, ist das warm hier draußen. Alter Schöne. Puh. Das Ganze jetzt von außen aus. Dürfte eigentlich klar gehen, so, da sollte sich niemand stören. Oh. Ich weiß, mit Sonnenbrille ist blöd, aber wobei es schon besser geworden ist. Ich will mich jetzt hier nur nicht so zum Clown machen mit meinem blauen Auge da. Ich zensiere jetzt mal hier die Firma da, wo ich jetzt gerade bin. Das heißt, ja, dass man nur noch so ein bisschen mich sieht, weil ich muss mich mal wieder ein bisschen aufregen. Und zwar lade ich jetzt ab, ja, und die haben so Etiketten für diese Paletten. Und dann hat er mich so gefragt, ob ich ihm das etikettieren kann. Und dann habe ich so gesagt, ja, kann ich schon machen, aber ich räume halt zuerst meine Gurte und alles weg. Habe ich halt die Gurte weggeräumt. Bin dann auf den Aufreger, habe alles ihm etikettiert, ja, was ich ja eigentlich, das ist ja eigentlich seine Aufgabe. Und jetzt muss er um 9 Uhr Pause machen. Jetzt ist jetzt 10 vor 9. Und ja, jetzt sagt er einfach zu mir, ich muss in 10 Minuten Pause machen. Dabei fehlen vielleicht noch, also er müsste vielleicht seine Pause 10 Minuten überziehen. Also, weiß ich nicht. Und ich habe mich da schon bereit erklärt, das für ihn zu machen. Und dann lässt man mich da so hängen. Das ist wieder, naja. Also ich darf ja nicht so viel meckern, sonst gibt es wieder, sonst gibt es Kommentare, du bist ja nur noch am Meckern. Nein, aber ist doch einfach scheiße, oder? Es ist nicht scheiße. Ich meine, das ist ja, ich hätte sie mir nicht etikettieren müssen. Ich habe es aus reiner Nettigkeit gemacht. Und dann ist er da nicht mal bereit, ein paar Minuten von seiner Pause zu überziehen. Ich meine, der kann sie ja wahrscheinlich sogar locker dranhängen. Ach, muss man nicht verstehen. Das muss man einfach nicht verstehen. Naja, mal gucken. Vielleicht reicht es ja trotzdem irgendwie. Ich glaube es aber nicht. Weil das Ding ist, weil da muss ich jetzt 20 Minuten von seiner Pause hier rumstehen. Und dann nach der Pause lädt er dann in 2 Minuten die letzten Sachen ab. Also das ist irgendwo ein bisschen unnötig. Es gibt gute Neuigkeiten von der Nackenfront. Die Schmerzen sind fast weg. Ich habe auch wieder bessere Laune. Man hört es wahrscheinlich. Jetzt muss natürlich nur noch mein Auge sich wieder auf Normalniveau begeben. Das ist, wobei da die Schwellung, wie gesagt, auch schon echt zurückgegangen ist. Also es fühlt sich schon tausendmal besser an als gestern. Aber sieht halt immer noch echt wild aus. Ich fahre jetzt nach Korntal und da lade ich für Landsberg. Landsberg, aber nicht Landsberg am Lech, sondern Landsberg in Sachsen oder sowas. Ich glaube, es ist in Sachsen.
Und dann sattel ich um mit einem Kollegen. Der bringt mir einen Auflieger, der vorgeladen ist für Italien. Und dann lade ich nochmal was für Italien dazu. Und dann geht's nach Italien. Juhu! Ich freue mich. Ich muss jetzt auch an dieser Stelle nochmal die Volvo Standklimaanlage loben hier. Also wirklich top. Und der biegt aber. Ui. Oh, ah. Aua. Wieso hat denn der gerade gleich so eingeschlagen? Voll über den Bordstein geräumert. Naja, auf jeden Fall habe ich den, hatte ich sie erst nicht an. Und dann habe ich mir aber so einen abgeschwitzt, weil ich wollte ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mich erkälte oder sowas. Dann habe ich aber so geschwitzt, dass ich nicht schlafen konnte. Dann habe ich den Motor kurz laufen lassen, habe ihn runtergekühlt, also Motor an, Klimaanlage auf Low gestellt, dass es richtig schön kalt wird. Und dann habe ich da auf 22 Grad gestellt, so um 11 war das abends oder sowas. Und dann lief es ja auch die ganze Nacht, als hier drin war es echt angenehm dann. Also schlafbar auf jeden Fall. Ja, davor ging es gar nicht. Und also ein Volvo stand hier mal lange und am nächsten Morgen habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Batterie leer, aber ich hatte noch 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Striche Kapazität, also wurde, war nicht wirklich angegriffen worden. Das ist wieder komisch ausgedrückt, gell? Ich habe nicht so viel Strom verbraucht, sagen wir es mal so. Ihr wisst doch, dass ich mal ein Renault Magnum hatte, erster LKW von mir. Mit dem stand ich genau da vorne an der T-Kreuzung mit Kupplungsschaden. Haha, meine Güte, was gelernt heute. Aber, habe ich die Story schon mal, ich glaube, ich habe die sogar schon mal, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube schon. Aber das war nur, das ist bestimmt schon wieder ein Jahr her oder so. Auf jeden Fall stand ich da genau da und konnte nicht mehr schalten. Also er ist einfach im 12. Gang sozusagen hängen geblieben und hat dann nur noch auskuppeln ging noch, aber geschaltet hat er nicht mehr. Und dann habe ich ausgemacht und stand da ewig rum und habe es dann irgendwann wieder probiert. Hatte dann meinen Chef angerufen, der hat dann den Notdienst gerufen. Und dann hatte ich es aber irgendwann wieder probiert, habe gesagt, okay, er schaltete dann noch wieder. Und dann bin ich tatsächlich noch bis zum Abladen gefahren und dann noch bis in die Werkstatt. Ja, die haben dann die Kupplung rausgeholt, also das Getriebe weggemacht, die Kupplung rausgeholt. Und dann waren da sind ja so Torsionsfedern, also so Dämpfungsfedern in dieser, auf dieser Druckplatte drauf. Und da waren drei kaputt von vier. Ja, und dann hat er natürlich immer alles einfach nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht mehr. Also da sind auf jeden Fall vier so Federn auf dieser Druckplatte. Da gibt es bestimmt einen Mechaniker, der kann mir sagen, wofür die sind. In die Kommentare damit. Ich pin's dann an oder gebe ein Herzle. Ich reg mich ja normalerweise nicht über Rettungsgasse, nicht Bilder auf. Aber das ist doch einfach dumm, was die da machen. Es ist doch einfach dumm. Jetzt ist schon die Polizei durchgefahren und die fahren einfach wieder auf die Mittelspur. Also, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es nicht mehr. So, und ich habe jetzt natürlich auch noch Anschiss gekriegt vom Chef, zu Recht. Also kann ich ja nicht wissen, dass es hier gescheppert hat. Ach, ja, da war wieder eine dumme Aktion von mir. Das war wieder eine dumme Aktion von mir. Jetzt haben sie es scheinbar kapiert, hier zu bleiben und nicht wieder reinzufahren. Also ist schon die zweite Polizei durchgefahren oder dritte. Jetzt bleibt es tatsächlich offen, aber ich habe jetzt natürlich ja den ganzen Tag versaut mit der Aktion. Oh, könnte ich mich auch wieder aufregen über mich. Ein Kollege von mir ist wohl an dem... Ach du Scheiße. Oh je, je, je. Das ist mein Kollege, ich gehe jetzt trotzdem zu ihm kurz. Boah! Heieiei! Nee, aber ihm geht's echt gut. Zum Glück. Er hat gesagt. Er hat gesagt, er hat nochmal Gas gegeben, sonst wäre der hinter ihm auch noch reingeraschelt. Ugh. Oh je, ey, der war völlig fertig natürlich, der arme Kerl. Ah, ich habe gedacht, ich habe ihn ja angerufen, aber ich habe gedacht, ich schwätze jetzt trotzdem lieber kurz mit ihm. Eieiei, ich sag ja, ich muss echt. Was war das für ein Geräusch?
Ich muss echt aufpassen. Wurde schon wieder erkannt. Das ist das zweite Mal heute. Jede Woche. Jetzt, ich stehe hier, kam gerade ein Kollege vorbei, macht so, hey, hey, ich mache das Fenster und der so, deine Beiträge sind klasse auf YouTube. Ah, es ist so verrückt. Und ach ja, und heute Morgen, als ich entladen habe, da bei der Firma, da hat auch einer, ist vorbeigefahren, hat gehupt, hat mir dann auf Facebook geschrieben, hier, hab dich gerade gesehen. Oder, beziehungsweise, ob ich das war. Ja, also, wie gesagt, ich muss immer freundlich sein, ihr wisst ja. Ich bin komplett, tutti, komplett durchgeschwitzt, aber ich will jetzt mein T-Shirt nicht wechseln, weil ich muss ja gleich schon wieder die Seite aufmachen und laden. Ja, das sind halt die Leiden eines Planenfahrers, das hat dann alles seine Vor- und Nachteile. Der Sommer ist schon schön und alles vom Wetter und man hat beim Fahren keine so Probleme, aber es ist halt echt, ich meine, es ist 2:30, wir haben 37 Grad, ist natürlich auch alles etwas, etwas sehr warm heute. Ja, und dann schwitze dir halt da ein ab, wenn du gurten musst. So, ich gucke jetzt mal, dass ich nicht möglichst wenig auf meinen Sitz hier gehe, mit meinem nass geschwitzten Rücken, damit der nicht so arg vollgekühlt wird. Weil ich habe ja nicht wie der Andreas Schubert so ein Handtuch auf dem Sitz liegen. Das sollte ich mir vielleicht mal besorgen. Naja, auf jeden Fall fahre ich jetzt rüber und sattel mit. Boah. Was macht der? Hat er denn weiter getan? Hätte er ja auch in die Lücke fahren. Naja. Egal. Bei mir sind immer die anderen schuld. Nee, ich fahre jetzt umsatteln mit dem Nata. Mein Kollege, den habe ich nochmal, mit dem habe ich nochmal telefoniert, mit dem Marcel. Der hat mir auch ein bisschen was von diesem Unfall noch erzählt. Der war natürlich völlig unter Schock. Hat wohl den einen haben sie rausgezogen, ja, da hat er richtig am Knie geblutet. Und der hat alles gemacht. Also ich habe ihm auch gesagt, der hat wirklich vorbildlich reagiert. Der hat ihm dann einen Druckverband angelegt und sowas und der Notarzt hat gemeint, der hat ihm damit mehr oder weniger das Leben gerettet, weil er sonst unter Umständen auch verblutet wäre. Weil da wohl irgend so eine Arterie läuft, so eine kleine, und die war wohl verletzt. Also er hat gesagt, das Armaturenbrett, das war ja ein DAF, der da hinten drauf geraschelt ist. Das Armaturenbrett war wohl hier. Na, also es war richtig heftig. Der ist halt mit, und er ist nicht mal mit hoher Geschwindigkeit da reingedonnert, gell, sondern er war nur mit 60 km/h. Egal, ich habe ja gutes Standklima. Alles klar. Ciao. Mach's gut, ciao. Ich habe jetzt gerade geladen, ich wollte schon sagen gewaschen. Ich gehe jetzt erstmal duschen, ich bin schon wieder so durchgeschwitzt. Ah, ich habe jetzt geduscht, oh, das hat so gut getan. 37 Grad. Mein Lenkrad klemmt mal wieder so jetzt. 37 Grad. Ich bin frisch geduscht. Boah, das hat echt gut getan. Puh. Jetzt geht's mal Richtung Italia. Ich habe 2 Abladestellen bei Venedig. Muss allerdings noch tanken. Das müsste mir eigentlich jetzt noch bis zu der Tankstelle reichen, die ich mir da ausgesucht habe in Raubling ist die. Bei Rosenheim. Da mache ich dann auch noch mal eine halbe Stunde Pause. Ich konnte hier ja aber im Kunde duschen, zum Glück. Was wollte ich jetzt noch so machen? Genau. Weil sonst wäre das Ganze ein bisschen, da hätte ich noch 2-mal anhalten müssen. Weil in Raubling, soweit ich weiß, die haben, glaube ich, keine Dusche da. Oder? Weiß gar nicht. Ich glaube, in Raubling ist sogar ein Autohof direkt neben der Tanke. Aber, ja, naja, jetzt habe ich es mir so ein bisschen einfacher gemacht. Habe ich auf jeden Fall mal das Duschen noch erledigt. Und vielleicht ist in Österreich ja auch ein bisschen kälter. Nee, wahrscheinlich nicht. 35 Grad hat es jetzt noch. Und was soll ich sagen? Ich habe heute erst 2 Stunden Lenkzeit weg, 2,5. Das heißt, da unten habe ich dann ungefähr 6 weg. 6 Stunden. Und dann müssen wir mal gucken, wie lange ich noch fahren kann. Weil ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich da im Inntal gescheit parken kann, weil es ja heute wieder relativ spät wird. Da ist dann natürlich wieder jede Menge los. Aber ja, ich gucke wahrscheinlich mal beim, während ich da tank nachher. Und da drüben ist ein geiles Auto. Boah. CS 3.0 CS, so wie das Ding heißt.
Naja, ich gucke nachher mal beim Tanken. Muss ja nur AdBlue, das geht ja relativ schnell. Ob ich da irgendwo ein Industriegebiet ist oder ein Autohof oder sowas, wo ich drauf fahren kann. Weil um 9:30 im Tal, oh, das wird interessant. Mein schöner Plan wurde ruiniert. Da ist irgendwie der Riesencrash auf der A8. Jetzt hat er die Sperrung wieder rausgenommen. Ne, die Sperrung ist noch da. Genau, da hat es wohl ziemlich gerumselt. Ich muss gleich nochmal Verkehrsmeldungen hören, aber die A8 ist hier wohl voll gesperrt, so wie es aussieht. Sie hat mir vorhin 53 Minuten Stau angezeigt. Jetzt habe ich so eine Umleitungsstrecke über Augsburg. Und dann fahre ich da durch Augsburg durch, fahre runter nach Landsberg am Lech und fahre dann von unten her nach München. Ah, ich kann jetzt auch nichts machen. Jetzt komme ich halt nicht mehr bis Rosenheim. Muss jetzt halt davor irgendwo tanken. Ich glaube aber, das ist in beide Richtungen hier gesperrt. Die A8. Also ich glaube nicht, dass das da heute noch besser wird. Aber ich schalte trotzdem um 16.30 Uhr mal Verkehrsfunk ein. Und höre mir das mal im Radio an, was die sagen. A8 München-Karlsruhe zwischen Stuttgart-Flughafen Messe und Kreuz Stuttgart. 5 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie eine knappe halbe Stunde länger. A81 singen Stuttgart zwischen Böcklingen-Hulb und Sindelfingen-Ost. Ungesicherter Unfall, 4 Kilometer Stau. Ah, vielleicht weil es in Bayern ist. Und A81 Stuttgart singen zwischen Kreuz Stuttgart und Böcklingen-Sindelfingen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Mein Stau ist da nicht drin. Komisch. Haben die jetzt keine AdBlue oder was? Haben die jetzt doch. Oder? Bin ich jetzt verwirrt geistig oder? Also Diesel haben sie auf jeden Fall, aber wegen Diesel bin ich ja nicht hier. Da ist doch AdBlue. Ja, normalerweise ist AdBlue bei Tankpool nämlich so ein weißer Kasten. Aber da ist ja, habe ich falsch geguckt, ne? Da ist so eine extra Säule für AdBlue. Puh, Glück gehabt. Was ist da drüben? Wieso sind die denn da in Unterhose, in Badehose? Haben die da einen Pool? Oder was? Shit, jetzt habe ich die Kamera zu spät angemacht. Da oben war gerade ein Schild, wo die Parkplätze angezeigt werden. Und da stand für alle, die jetzt kommen, also 13, 37 und 53 Kilometer, alle Parkplätze sind voll. Aber wie gesagt, ich probiere ja da bei der Tanke zu parken. Ob ich dann jetzt noch tanken muss, ich gucken, ob das mit meiner Zeit noch hinhaut. Ich glaube, das wird zu knapp, sonst tanke ich halt morgen früh, bevor ich danach. Wobei 21 Uhr, ja doch, eigentlich müsste es gehen, aber mal gucken. So, das ist jetzt hier schwarz. Hier ist irgendwo die Tanke. Aber ich glaube, das mache ich morgen früh. Das mit dem Tanken, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange ich noch fahren kann. Mein Gerät hier erkennt meine Fahrerkarte gerade wieder nicht. Also es schreibt zwar die aktuelle Lenkzeit und sowas auf, zeigt mir aber nicht mehr an, bis wann ich noch fahren darf, was es eigentlich normalerweise macht. Es ist manchmal so, ich hoffe mal, das liegt einfach an meiner Fahrerkarte. Weil die Fahrerkarte ist schon etwas älter. Also die läuft jetzt ja dann in, ich glaube, 28 Tagen läuft sie ab. Hab ja schon die neue daheim. Und ich hoffe also einfach, dass sie jetzt einfach das Teilchen gesegnet. Nicht, dass es am Gerät liegt, das wäre wirklich doof. Also es muss auf jeden Fall am Gerät liegen, nicht am LKW. Weil wenn es am Gerät die Karte nicht mehr richtig erkennt, dann zeigt das mir auch im LKW nicht mehr an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im LKW keine Infos mehr habe, aber auf dem Gerät schon. Also dass da irgendwas an der Schnittstelle nicht stimmt oder so. Sondern irgendwie irgendwo anders muss da der Fehler sein. Okay, das sieht jetzt aber schon mal schlecht aus hier. Zwecks Parken.
was ist jetzt da diese Tankstelle? Da hinten oder was? So ganz schlau werde ich jetzt daraus nicht. Ah ja, da. Okay. Da stehen schon richtig viele LKWs. Mal gucken. Ah! Da ist doch, habe ich doch schon einen Parkplatz gefunden. Da links ist so ein Nachtclub. Ach so, das ist Privatgrund. Scheiße. Okay. Ah, okay. Kann ich hier doch nicht parken. Schade. Schade. So, was ist, wenn ich mich einfach da auf diesen Platz hier stelle? Da steht ja nichts. Vielleicht kommt das, mache ich jetzt einfach Arschlecken. Entschuldigung für meine vulgäre Sprache. Aber dann stelle ich mich einfach hier drauf. Wüsste jetzt nicht, dass das nicht erlaubt ist. Ich bin ja auch morgen um 6 Uhr wieder weg, also meine, es ist jetzt 21 Uhr, ich denke mal, da wird jetzt hier nicht die große Strabag-Armada kommen, die hier ganz dringend die Parkplätze braucht. Kann natürlich sein, wenn jetzt sich da irgendwer beschwert, wie gesagt, der Holzfahrer da vielleicht oder so, ich weiß es nicht, der fährt da runter, also dann. Ja, das macht ja jetzt keinen Sinn, was. Ich kann nicht weiterfahren. Also das ist absolut ausgeschlossen, dass ich auf dem Brenner oben irgendwo noch was finde. Und da war jetzt kein Schild. Und dann kann man mir ja eigentlich auch nicht wirklich was vorwerfen.